Willst entspannen, du im Nu? Geh auf YouTube, hör mal zu. Gute Unterhaltung. Ich brauche alles, was die freigelassenen Geiseln über den Mann in der Bank ausgesagt haben. Dafür. Ja, wollen Sie denn jetzt los? Los, Mensch, mach schon. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich da rankomme jetzt. Millinger, Mensch, das ist auch dein Problem. Bis vor 10 Minuten hat sich die Sache überhaupt noch nicht interessiert. Vor 10 Minuten? Mensch, bist du Historiker oder Polizist? Hör zu, Gerd, ich muss ran an die Sache. Ich kann dir das jetzt nicht erklären. Ich bin dein Chef. Ja, ich weiß, wie spät es ist. Aber wir brauchen einen Aufschub. Nein, das ist kein Trick. Der Fernseher ist kaputt, aber Sie kriegen jetzt einen Monitor. Aber der muss geholt werden und aus dem Studio. Das ist ja unter Föhring. Kommen Sie. Erzählen Sie mir nichts. Ich warne Sie, halten Sie mich nicht für dumm, sonst stirbt da ein Mensch. Schildern Sie Ihre Situation. Genau. Er hat mir den Revolver in den Hals gesetzt. Genau an die Schlacher. Bitte, machen Sie alles, was er verlangt. Um Gottes Willen, machen Sie überhaupt keine Geschichten, keine Tricks, bitte. Er bringt uns alle um. Ich bitte nicht. Er meint es eher, er blufft bestimmt nicht. Ich habe meine Kinder. Meine Kinder. Hören Sie auf zu feilschen. Passen Sie auf, ich lege die Leute um und mich dazu. Wenn dieser Herr Staatsanwalt wirklich stürmen lässt, dann gibt es ein Blutbad. Die Einsatzleitung will einen Trick probieren. Sie versuchen durch den Keller in die Schalthalle zu kommen. Ja, und dabei gehen die 3 Leute drauf. Todesursache, die Polizei wollte einen Trick probieren. Wenn er erst raus ist, kommt er durch. Es wäre die Bankrotterklärung der Justiz. Ja, das wäre doch nicht die erste. Also rufen Sie jetzt den Präsidenten an oder nicht? Na schön, Köster. Aber ich lasse mir das nicht nehmen. Sie haben etwas vor. Also, lassen Sie den Mann herkommen. Meine Bedingungen, die sind 24 Stunden Vorsprung und keinerlei polizeiliche Aktivität während dieser Zeit, sonst ist jemand tot, ja? Verstanden? Dann voller Tank, Reservekanister, Verbandszeug, ganz wichtig, und Autoradio. Und hören Sie mal gut zu. Ich kann das vor der Abfahrt nicht alles prüfen. Ich werde das während der Fahrt tun. Haben Sie verstanden? Wenn Sie Wert noch auf Ihren Mann legen. Ja, das meine ich. Und der Kommissar. Gut, sagen Sie dem Kommissar, er soll den Fernseher mitbringen. Und zwar, er soll ihn in beiden Händen tragen, verstanden? Und in der Tasche Handschellen. Klar? Sigi, mach mal so eine Art Leutnant von Terti. Häng dich an ihn ran. Ich möchte gern wissen, ob er nervös wird. Das wäre schon was. Und wie soll ich Ihnen das mitteilen? Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich es dir gesagt. Nehmen wir an, dass mir das noch einfällt. Irgendwie lasse ich von mir hören. Viel Glück. Sie brauchen mehr als ich. Du, Moment mal. Sag mal, wie war das eigentlich heute Morgen? Wieso war die Polizei so blitzartig in der Bank? Eine Alarmanlage? Unglück. Die nächste Funkstreife war praktisch gleich um die Ecke. Die haben dann einen Unfall aufgenommen. Wieso? Ach, Herr Köster, was sind die Handschellen? Was soll ich mit Handschellen? Die hat er verlangt. Los, also von mir aus kann's losgehen. Kommen Sie. Wer? Halt! Arme hoch. Das geht nicht, zu schwer. Ich stehe noch links und rechts vom Eingang. Die Polypen stehen. Nein, es steht niemand da. Ich wäre doch sonst nie reingekommen. Ich bin doch kein Selbstmörder. Ja, aber es kann ja sein, dass in der Zwischenzeit... Nein, bestimmt nicht. Ja, warum zeigen Sie das Bild nicht? Wir haben es noch nie gesehen, dass bei einer Fußballübertragung alles mögliche ist. Maskalice! Los, nicht der Ball! Ball! Rufen Sie die Einsatzleitung an! Da. Sehen Sie? Die haben nur geschlafen. Sie kommen hinter mich. Nein, ich sehe! Halten Sie sich ganz fest und Sie gehen knapp hinter mir. Nein. Einsteig! Und abfahren. Der Idiot hat sich Köster als Geisel anbringen lassen. War das Köster? Das war bei dem miesen Bild, kann man aber überhaupt keiner erkennen. So mies kann kein Bild sein, dass ich Köster nicht erkenne. Fahren wir den Rekorder zurück. Na klar, das ist Sigi. Natürlich ist das Sigi. So idiotisch stellt sich doch sonst niemand an. Schwein.
Wir werden staunen bei der Autopsie. Kein Gramm Blut, nur Alkohol. Ende der Vorstellung. Schade. War mal klasse, der Sigi. Ja, vor 100 Jahren. Kapiert ihr jetzt endlich, warum ich ihn rausgeschmissen habe? Weißt du, dass Rott den Alten schafft? Wenn er ihn nun bald umlegt, hat er eine Chance. Wenn er sich aufs Quatschen einlässt, seift ihn der Alte ein wie auf dem Friseursessel. Dumm ist Rott nicht. Ich stehe wohl nicht in Ihrer Kartei, oder? In meiner nicht. Aber das will nichts heißen. Mein Computer ist nicht mehr fabrikneu. Dem Kollegen können Sie ein Bier zahlen, wenn Sie ihn wiedersehen. Ich fahre Sie, wohin Sie wollen. Ich glaube nur, das wissen Sie langsam selbst nicht mehr. Das glauben Sie. Wo schaltet man den Polizeifunk ein? Glauben Sie wirklich, die teilen Ihnen das über Sprechfunk mit, was Sie machen? Wenn Sie was machen. Das kann verschlüsselt sein. Ja, wir können keine Verschlüsselung aus dem Ärmel schütteln. Wenn wir wollen, dass niemand mithört, dann schalten wir auf X. Aber das können Sie ja auch mithören. Na, hoffentlich bleibt so. Herr Lehrer. Das bleibt so genau 24 Stunden. Dann werden die auf mich keine Rücksicht mehr nehmen. Nein, wir verfolgen nur mit Observationsfragen, Herr Präsident. Moment, ich schicke Sie rüber. Ja, zum Präsidenten bitte. Nein, damit steht keine Gefahr. Ich fragen, ob Sie vielleicht einen Rotkreuz-Hubschrauber verfolgen. Nein, ich habe ausdrücklich gesagt, kein Hubschrauber. Oberstaatsanwalt Dreyer. Da sind Sie wieder. Schon seit Murnau. Wir haben Sie doch abgehängt. Sie kennen diese Typen nicht. Ich nehme an, die haben die Umleitung bei Penzberg geschnitten. Und dass wir Richtung Garmisch fahren, das haben die schon gerochen, als wir bei Hofolding runter sind von der Salzburger Autobahn. Es muss was passieren. Ich brauche einen anderen Wagen. Ich kann nicht den ganzen Tag mit der Polizeikarre rumkurven. Das sagen die sich auch. Das möchten die mitkriegen. Also dann tun Deswegen Sie was. Deswegen sind Sie so manierlich. Lassen Sie sich was einfallen. Die Burschen müssen weg, und zwar endgültig. Ich brauche einen neuen Wagen, ich brauche einen Verband und ich habe Durst. Also tun Sie was. Ich bin nur Fahrer. Gut. Sie wollen mal ausprobieren, wie weit ich gehe. Also. Ich schieße auf die erste Person, die uns in der nächsten Ortschaft entgegenkommt. Ich hoffe, es ist kein Kind. Das tun Sie nicht. So mies sind Sie nicht. Ich ziehe aufs Bein. Aber aus dem fahrenden Auto kann ich nicht garantieren. Wie gut schießen Sie? Bitte, Annemarie, ich kann nicht nach Haus. Kann ich heute Nacht hier bleiben? Ja, eigentlich schon. Ist nur ausgerechnet heute. Um 7 kommt so ein reicher Mensch. Komm, erzähl mir doch nichts. Ich hab's doch schon im Fernsehen gesehen. Das mit der Südbank war Klaus, nicht? Hm? Ich kann also nicht hierbleiben. Natürlich kannst du hierbleiben. Ist doch überhaupt kein Problem. Ich ruf diesen Kerl einfach an und verschieb die ganze Sache auf morgen. Und mach dir mal keine Sorgen. Dein Junge ist doch clever. Ich mache mir Sorgen um mich. Da hat die hinter mir. Ach du Schreck. Aber wieso denn das so plötzlich? Ich denke, zwischen Gala und dir ist alles vorbei. Ja, ist es ja auch. Aber ich weiß was von ihm. Ich habe was gegen ihn in der Hand, was ihn seinen Kopf kosten kann. Und er weiß, dass ich es aufgeschrieben habe und bei meinem Rechtsanwalt hinterlegt habe. Aber dann kann dir doch gar nichts passieren. Ja, schon. Aber jetzt, wo Klaus festsitzt, wo er jetzt nicht da ist, dann denke ich wahrscheinlich... Ich weiß auch nicht, was er denkt. Jedenfalls stand er eben vor meinem Haus. Du, Annemarie, ich halte nicht mehr viel aus. Der schleppt mich zum Rechtsanwalt. Bringt er dich um? Er darf mich aber nicht finden. Hier wird er dich aber finden. Er weiß, dass wir beide befreundet sind. Du musst raus aus der Stadt, und zwar sofort. Ich kann nicht. Ich bin mit Klaus verabredet. Ich kann nicht. Katja, der macht Hackfleisch aus uns beiden. Kommen Sie damit zurecht? Warum ich? Ich habe schon eine Vorstrafe wegen Autodiebstahl. Wenn Sie sonst nichts auf dem Kerbholz haben? Im Ernst? Wenn Sie sich stellen und mich heil abliefern, guter Anwalt, kann man immer noch was gerade biegen. Ja, ja, einmal musste diese Predigt ja kommen. Haben Sie sich deswegen gestellt als Geisel? Ich dachte, ich probiere es mal. Zuerst knacken Sie ja mal den Wagen hier. Muss doch ein schönes Gefühl sein für den Bullen.
Sie nicht das machen. Ich mach das schon. Was macht Sie mit meinem Wagen hier? Das ist ein Notfall. Bitte händigen Sie mir Schlüssel und Wagenpapier aus. Sie sind bei Trost? Hä? Bitte machen Sie keine Schwierigkeiten. Sie nicht bei Trost? Es ist dringend. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Erklären? Zeigen Sie mir Ihre Papier. Sie bekommen alles rückerstattet. Ihr Lichtbild. Nicht. Umdrehen. Nicht. Was wollen Sie denn? Umdrehen. Nicht. Sind Sie wahnsinnig? Aufstehen. Sie sind wahnsinnig. Anfassen. Ja. Anfassen! Moment! Moment! Die Leute brauchen das ab und zu mal. Das ist absolut überflüssig! Mann, was haben denn Sie eigentlich im Hirn? Hm? Da drüben steht das Polizeiauto mit Funk und allen Schikanen. Wenn ich den nicht hingelegt hätte, dann könnte sofort die Polizei rufen. Die Polizei hält still bis morgen Mittag um 1 Uhr. Begreifen Sie das endlich! Moment! Ich habe mich in Ihre Gewalt begeben, damit Sie genau diese Dinge nicht machen. Aber wenn Sie Leute gleich umhauen, da hätten Sie auch eine von den Mädchen von der Bank mitnehmen können. Sie warten da. Weit ein Wald rein. Ja? Meine Art muss sein. Was ist denn los? Nichts betrifft Sie nicht. Tut es mir einen Gefallen. Fotografieren Sie den Mann in dem Jaguar. Aber nicht hingucken. Und wenn wir weg sind, rufen Sie sofort die nächste Landpolizeistelle an. Ja, aber ich bin Ausländer. Das macht doch nichts. Macht doch nichts. Die sollen den Film sofort ins Präsidium nach München bringen. Ja. Wenn die den Mann dort in der Kartei haben, alle Angaben, besonders die Vorstrafen. Ist das gefährlich? Nein, nein. Sofort telefonisch durchgeben und alles, was Inspektor Heimann herausgefunden hat. Verstehen Sie? Durchgeben an Pfaffenhofen. Restaurant Rappenweide. Ich werde versuchen, ihn dahin zu lotsen. Und die Angaben auf der Rückseite der Rechnung. Der Kellner soll die Rechnung unbedingt. Das muss ich mir aufschreiben. Ja, pass auf, pass auf. Ich schreibe es Ihnen auf. Ich schicke es Ihnen durch die Lehrerin. Ja? Verhalten Sie sich. Augen dunkelbraun, Haare dunkelbraun. Spricht leichten Tiroler Dialekt. Etwa 1,85 groß. Ja? Wenn es gefährlich wird, brauchen Sie nicht der Rechner. Ich habe Schnaps verlangt. Er hat keinen Schnaps. Der Kiosk war doch so belagert. Der große Durst kommt heute schon mit dem großen 1x1. Was hatten Sie mit der Tante dort zu quatschen? Die hat mir Tabletten gegeben gegen ihre Schmerzen. Hier ist ihre Zeitung. Ich habe ihr gesagt, sie haben eine Nierenkolik. Und da hat sie gesagt, jetzt wisst ihr auch, warum sie so ein böses Gesicht machen hier. Daneben sein. Wieso ich? Ich hab doch keine Schmerzen. Eine Schmerztablette? Kommen Sie, ich lasse mir von Ihnen eine K.O.-Pille andrehen. Was ist los? Nehmen Sie eine. Ja, gern, aber wenn Sie glauben, dass das K.O.-Pillen sind, dann fahre ich als Fahrer doch aus. Wie viel hat er ausgesprochen? 6. Ich brauche was Warmes. Ich halte nicht durch bis Ingolstadt. Denn was von Ingolstadt gesagt? Da kommen wir doch hin, wenn wir auf der Straße bleiben. Dann fahren Sie mal bei der nächsten Kreuzung rechts. Geht's da nach Allershausen? Scheißegal. Wenn Sie dachten, wir fahren nach Ingolstadt, kann's nicht falsch sein, wenn wir nicht nach Ingolstadt fahren, oder? Doch klar. Ganz egal, wenn ich bloß was zu essen kriege. Bleiben Sie stehen. Die nehmen wir mit. Lassen Sie doch unbeteiligt aus dem Spiel, das ist doch gegen die Abmachung. Alle Leute achten auf einen Ganoven und einen alten Sack. Aber kein Mensch auf ein Liebespaar und einen alten Sack. Hören Sie doch auf mit dem Quatsch! Da passen Sie mal auf! Fahren Sie nach Reichertshausen? Nein, bestimmt nicht. Mein Freund, der ist ein bisschen magenkrank, aber sonst ist der ganz nett. Wohin wollen Sie? Nach Reichertshausen, das sind 25 Kilometer. Gut, denken Sie. Darf ich mal ein Rad im Kofferraum tun? Ja, tun Sie es rein, wenn es geht. Moment. Das ist er. Das ist er. Rott Klaus, 7.3.42, Innsbruck, Autodiebstahl, unerlaubter Waffenbesitz, schwere Körperverletzung. Scheint ein Schläger zu sein. Das kann man wohl sagen. Köster muss sehr geschickt mit ihm umgehen, sonst geht's ihm schlecht. Komisch, eine ganz schöne Vorstrafenlatte. Aber noch kein Bankraub. Das war bisher nicht seine Linie, aber das ist so ein Typ, da muss nur einer kommen, du traust dich nicht. Also los, alles, was für Köster interessant ist, durchgeben an dieses Lokal. Aber wieso? Was heißt denn wieso? Weil Köster darum bittet, er will wissen, mit wem was zu tun hat. Ja, aber wollen Sie denn nicht? Ich meine, wir müssen doch... Wir müssen was? Das ist doch die Chance. Wenn Köster ihn da hinlocken kann, ist das doch die Gelegenheit, kurz einen Prozess zu machen. Wir wissen, wann Sie wo sind, können alles vorbereiten. Scharfschützen, Funksprechposten... Und einen Leichenwagen in erster Linie. Wie heißt denn? Waldburger. Waldburger, ein schöner Name. Burgi. Ich heiße leider nur Klaus.
Also wo soll ich denn hinfahren? Hier ist doch nichts. Am besten fahren wir in die Nähe von Pfaffenhofen. Da. Ein nettes kleines Lokal kenne ich da. Da ist auch warum das niemand. Sind Sie da? Nee, aber wenn Sie da sind, dann gehst du hinten rum und hängst ein Schild wieder hin. Du tust gerade so, als wenn der James Bond persönlich käme. Kerlchen. In unserem Alter haben wir ganz andere Sachen mitmachen müssen. Bis zu 10 Tagen und nicht ohne Schlafen. Dauernd der IBAN, habe ich ja, dir schon erzählt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach, gar nichts weißt du. Hier in Bayern habt ihr überhaupt nichts mitgemacht. Ja. Das ist ja noch nicht mal gesagt. Ob der überhaupt schießen kann mit seiner Kanone. Ja, es ist doch auch gar nicht so ganz. Das ist ja sowieso der Letzte. Es ist doch gar nicht gesagt, dass der Kriminelle das überhaupt fertig bringt, dass er gerade da herlockt. Bis Gott. Bis Gott. Können wir was essen, was Warmes? Ja, viel Auswahl habe ich nicht unter der Woche, aber Rehbraten hätte ich, eine Kalbsleber und Schweinebraten. Das geht denn am schnellsten? Ja, das ist alles. Bis Gott. Bis Gott. Wieso? Ist ja kein Mensch da. Ja, man hofft, ich nehme die Leber. Und Sie? Moment, ich zahle und ich schaffe an, ja? Bitte. Was willst du denn? Das Kaffee. Ich habe keinen Hunger. Aha. Ist deshalb, weil... Nein, einfach so. Gibt's zum Reh auch Preiselbeeren? Selbstverständlich. Gibt's auch nur Preiselbeeren? Nee, die gibt's nur zum Reh. Wie viel Portionen Reh haben Sie noch? Das werden so 4 oder 5 sein. Na, dann bringen Sie 5 Portionen Rehbraten. Hm? Du isst dann die ganzen Preiselbeeren. Rosel! Rosel! Ja, was ist denn? Einmal Kalbsleber, 5-mal Rehbraten. Ja, aber wieso denn 5? Frag nicht so blöd, 5-mal Rehbraten. Das sind doch nur 3 Personen. Lach ich nochmal, oder? Wenn ich sage 5, dann sind's 5. Ich muss mal Hände waschen gehen. Sind Sie ganz sicher, dass die Kleine noch da ist, wenn wir zurückkommen? Ziemlich. Sie nicht? Naja, wahrscheinlich wäre ich früher auch sicher gewesen. In Ihrem Alter? Stalingrad-Kämpfer ist toll, ne? Ich habe keine Chance gegen Sie. Ach, ich bin kein Russe. Ich habe mir damals auf Befehl die Zähne vor und Sie haben sich mit einer Kanone eine Reisetasche voll Geld aus der Bank geholt. Wahrscheinlich, weil Sie Ihre Stromrechnung nicht bezahlen konnten. Heldenrollen sind das beides nicht. Erlauben Sie bitte, ich möchte meine Rechnung selber zahlen. Was ist denn wohl zufrieden? Das lassen Sie sich nicht von mir einladen. Aber nein. Schauen Sie, ich krieg das doch ersetzt, wenn ich die Rechnung vorlege. Das sind doch Spesen. Ja, die Rechnung, die können Sie haben, dann machen Sie das doppelte Geschäft, genau wie diese Ratte da. Alle machen Sie das doppelte Geschäft und kommen sich noch fabelhaft vor dabei. Schreiben Sie es dazu. Gib doch schon her. Macht 78 Mark und 80. Haben Sie auch darüber einen Stempel drauf? Ich krieg nämlich sonst nichts. Da steht alles drauf. Wir haben immer Vertreter da. Das sind alle so Geldgeber. Was? Kommen Sie her. Schreiben Sie 100 Mark drauf. Danke. Glücklich. Was? Ja, ich gebe zu, dass Ihre Art, zu Geld zu kommen, weniger umständlich ist. So. Warte, geh noch ein bisschen mit. Jetzt liest das wahrscheinlich. Was? Auf der Rechnung hat auf der Rückseite was draufgestanden. Und der Wirt hat von vornherein gewusst, dass Sie in sein Lokal kommen. So, so. Warum sagst du mir das jetzt? Ich weiß nicht. Ich mache oft was und weiß nicht, wieso. Ich habe in der Wirtschaft in Ihre Geldtasche geschaut. Bloß so. Ich wollte mal so viel Geld auf einem Haufen sehen. Ich auch. Deswegen habe ich mir es auch geholt. Da wohne ich. Aha. Wenn ich damit durchkomme, schicke ich da einen ganzen Lastwagen voller Preiselbeeren. Und Sie? Kommen nicht. Ich glaube, Sie kommen durch. Ich möchte ab jetzt ein bisschen anonymer sein. Es wird schwer sein nach Ihrem Star-Auftritt in der Wirtschaft. Ist noch nicht ganz raus, wenn er das macht. Irgendwann muss ich auch mal schlafen. Vielleicht noch gegen den Bauch. Sie werden schon noch zu Ihrem Schlaf kommen, Christa. Was war in deinem Lokal? Was stand auf dem Zettel? Bitte mehr! Rott, Klaus! Geboren 1942. Wagendiebstahl in mehreren Fällen. Unerlaubter Waffenbesitz. Körperverletzung in mehreren Fällen.
Wer hat da etwas gehabt? Vom Präsidium. Der Busfahrer am Kiosk. Er hat ein brauchbares Bild von Ihnen gemacht. Was? Sie wussten, dass Sie mich in das Lokal schleppen werden? Ich weiß nie was genau. Ich probiere mal was aus. Wenn es hinhaut, ist gut. Ja. Es hat hingehauen. Sie wissen jetzt, wer ich bin. Und die im Präsidium. Sie wissen es auch. Auf jeder Polizeidienststelle an der Grenze haben wir ein brauchbares Bild von mir. Jedenfalls bringen Sie mich nicht mehr um. Das war nur sinnvoll, solange ich der Einzige war, der Sie nachher hätte einwandfrei identifizieren können. Das ist doch nicht alles. Um meine Identität dem Polizeipräsidium zuzuspielen, da hätten Sie doch... Warum haben Sie denn den ganzen Zirkus mit dem Wirt und der Rechnung gemacht? Ich wollte wissen, ob Sie schon einen Mord begangen haben. Ja, still, sollte ich mich vermeiden lassen. Sie sind kein Killer. So. Den Plan eines Killers. Du hast mich zum Arschloch gemacht. Komm, einsteigen. Los. Gang aus, Handbremse lösen. Morgen um 13 Uhr geht die Treibjacht los. Sie werden abgeschossen, ganz gleich, ob ich dabei bin oder nicht. Ich bitte Ihnen an, die Fahndung in eine Richtung zu lenken, die für Sie günstig ist. Ich habe doch gemerkt, dass Sie nicht aus München raus wollten, sondern nach München zurück, weil Sie annehmen, da wird weniger intensiv gefahndet nach Ihnen. Aber das ist kein Irrtum. Das geht nur, wenn ich ein bisschen nachhelfe. Und? Was verlangen Sie? Galateretti. Ich komme nicht an ihn ran. Haben Sie mal drüber nachgedacht, warum die Polizei so blitzartig in der Südbank war? Die Alarmanlage. Ja, es steht in der Zeitung. Hat es in der letzten Zeit mal Krach gegeben zwischen Galateretti und Ziggy Bach? Ja, Knatsch gegeben. Wegen Ziggy, wegen seiner Sauferei und Knatsch auch mit mir und Gala. War die Sache in der Südbank die beste Gelegenheit für Gala zu zeigen, was passiert, wenn man Knatsch mit ihm hat? Schon wieder mal ein Trick von ihm. Der Galler konnte doch gar nicht wissen, dass wir in die Südbank gehen. Haben Sie eine Freundin? Ja, aber die hält dicht. Und die in der Osterwaldstraße? Ja, wissen Sie das. Die ist abgehauen, kurze Zeit nach der Fernsehübertragung. Sie hat es ziemlich eilig. Warum? Ich nehme an, weil Galateretti vor ihrem Haus vorfuhr. Woher wissen Sie denn das? Stand auf der Rückseite von der Rechnung. Wer ist die Frau? Wie heißt sie? Das geht Sie nichts an. Die Frau, die bleibt aus dem Spiel. Und Sie kriegen den Terretti. Los, fahr. Warten Sie, bis es hell ist, Rott. Sie können jetzt nichts machen. Sie meinen, Sie sind in der Lage, gegen Terretti belastendes Material beizubringen und gegebenenfalls vor Gericht Aussagen zu machen? Reicht das? Ja, das reicht. Wer ist denn da? Mach auf. Du, Carla? Ich sag's nicht nochmal. Ah! Glaubst du, es macht mir Spaß? Aber ich müsste das immer wieder tun, bis mir die Hand brennt. Egal, nichts dafür, dass ich nichts weiß. Schau, es langweilt mich. Ich könnte Theo raufholen, den langweilt sowas gar nicht. Der nimmt sich Zeit. Aber ich habe keine. Nein! Siehst du, die Rote wird dir doch eine Telefonnummer gegeben haben. Ich will nur die Nummer, ich will nur mit dir plaudern. Siehst du, so ist schön brav. Ich Idiot hätte früher auf dich kommen müssen. Dann hätte ich eine friedlichere Nacht gehabt. Angerbauer? In der Schönstraße? Ah, Wirtstraße 16. Verzeih. Da habe ich mich vertan. Nett hast du sie. Versprichst du mir jetzt, diese Nummer nicht noch einmal anzurufen und nichts von mir zu erzählen? Also hier trennen wir uns.
Komisch, nicht? Wer lässt nun eigentlich wen laufen? Das kann man jetzt nicht so genau sagen. Kommt ganz drauf an, wie die Geschichte ausgeht. Wer ist die Frau hinter der Galerie, Estrott? Sagen Sie mir das doch endlich. Sie ist in Lebensgefahr. Köster, die Frau bleibt raus aus dem Spiel zwischen uns zwei, ja? Entweder sie hat sich in Sicherheit gebracht und ist alles okay, oder Gala hat sie geschnappt. Da kann ich etwas machen, wenn Sie mir da in die Quere kommen, Köster. Dann geht alles schief. Wenn Gala sie hat, wie wollen Sie sie befreien, Holt? Das können Sie doch gar nicht allein. Wissen Sie überhaupt, wo er untergetaucht ist? Ja, ich weiß es und Sie wissen es nicht. Und dabei bleibt es. Schauen Sie, wir verlieren nur Zeit, wenn Sie versuchen, mich da auszuholen. Ich muss also hier sitzen und warten, 3 Stunden. 3 Stunden. Wenn ich bis dahin nichts von Ihnen gehört habe, dann... Das ist das erste Mal, dass Sie mit so einem kriminellen Geschäfte machen, ne? Nicht leicht. Also, wo kann ich Sie 3 Stunden erreichen? Ich gehe nicht ins Präsidium, ich gehe auch nicht nach Hause. Ich bleibe 3 Stunden verschwunden. Schauen Sie mal, ob da was zum Schreiben ist. Und wenn... Das kann ich zur Not erklären, die 3 Stunden. Was haben wir denn da? So. Bitte. Wo ist denn das? Und wer ist das? Das ist eine Bekannte. Was macht ihr Bein? Können Sie fahren? Das kleinere Problem. Scheiße. Ich kann das nicht den ganzen Tag mit mir rumschleppen. Ich habe auch keine Zeit, es richtig zu verstecken. Und in einem gestohlenen Auto kann ich nicht lassen. Am Bahnhof gibt es Schließfächer. Ich kann mit dem Schließfachschlüssel rumlaufen. Sie meinen, wenn Ihnen was zustößt, dann hat Gala ihr Geld, nicht? Das ist das, was Sie meinen. Soviel ich jetzt weiß, sind Sie nicht irgendein Bulle. Das ist alles scheißegal, wenn Sie nur den Terretti kriegen. Und? Und dass Sie den Terretti kriegen wollen um Ihren Preis, das zeigt, dass Sie können. Na ja, dann kommen Sie mal rein. Danke. Komm, Boys. Danke. Es wird Zeit für die Schule. Ja, Kleines. Jetzt wird alles gut. Wollen Sie eine Tasse Kaffee mittrinken? Aber mit dem größten Vergnügen. Nein, danke. Wir müssen gehen. Wenn Sie vielleicht doch lieber hierbleiben wollen, von hier holt Sie keiner weg, auch nicht mit Gewalt. Sie sehen doch, die Dame will hierbleiben. Glauben Sie, dass Sie das bestimmen? Ich bin hier zu Hause. Und wenn sie nicht will, dann will sie nicht und dann will ich auch nicht. So, nur gehen Sie bitte, ja? Nein, nicht. Ich warte darauf, dass Sie mich anfassen. Nur aber aus. Kommst du mit? Gehen Sie doch endlich. Ich komme mir so beschissen vor. Schon gut. Hätte mich totgeschlagen. Ja, schon gut. Bring ihn um, Rod. Bring das Schwein endlich um. Er muss endlich umgebracht werden. Das kannst du doch mal stellen. Also, das war um 7 Uhr, dann Wirtstraße, wenn er da klargekommen ist, wird er mit ihr zu ihrem Anwalt hin, die Degensee Landstraße gefahren sein. Das ist aussichtslos. Ich kann da nicht mehr abfangen. Er hat schon was er braucht. Er hat gewonnen. Vorläufig. Dann bringt er sie um. Doch den Galler. Der wird immer mein Geld dran. Und dazu kann er die Katja gut gebrauchen. Wer ist die Frau? Ach so, ja, das haben wir natürlich auch festgestellt. Die heißt Katja Evers. Die Rote! Und 55. Die Rote! Früher war sie mal Tänzerin. Dass mir das nicht eingefallen ist. Jetzt ist alles klar.
Sie hat der Retti damals rausgelogen, als ich ihn vor 4 Jahren wegen Mord am Kantaken hatte an dem schwangeren Mädchen. Sie gab ihm das Alibi. Ich wusste ganz genau, dass es gelogen ist, aber ich konnte nichts machen, ich musste laufen lassen. Und wo ist Rott jetzt? Auf dem Wege zu der Retti. Und ich gebe viel drum, wenn ich wüsste, wo das ist. Wieso? Maximilianstraße? Na, du glaubst doch nicht, dass sich das da abspielt. Deine Schlupfwinkel stehen doch nicht im Adressbuch und da wechselt sie doch wieder die Hemden. Ich sitze hier rum und kann nichts tun, nichts, gar nichts. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe Kopf und Kragen riskiert, um über Rott an Terretti ranzukommen. Jetzt muss ich hilflos zusehen, wie die beiden sich gegenseitig umbringen. Und wenn ich Pech habe, da geht die Rode auch noch drauf. Ich habe nichts, nichts, gar nichts. Weniger als früher. Denn da war ich wenigstens ein anständiger Polizist. Herr Köster, von dem Augenblick an... Hallo? Rott? Rott, hören Sie zu. Ihr Geld ist in einem Schließfach am Ostbahnhof. Ich bringe Ihnen den Schlüssel. Wo sind Sie? Nein, tun Sie nichts. Es hat sich alles geändert. Lassen Sie Terretti in Ruhe. Sagen Sie mir, wo ist und wo das Mädchen ist. Alles andere übernimmt jetzt die Polizei. Die Polizei, die kann mich im Arsch legen. Ja, Küster, ich weiß, Sie brauchen das Mädchen, aber ich habe überhaupt keine Lust, Sie als Hauptbelastungszeugin gegen Carla Terretti vor Gericht zu sehen. Ja, in 90 Minuten. Ja, wo? Ich sage Ihnen jetzt natürlich nicht, wo ich bin. Hören Sie, warten Sie! Gibt's in München zurzeit ein Sportfest? Klar, Bayerische Leichtathletikmeisterschaften. Ich glaube, die werden sogar live übertragen. Wo? Im Olympiastadion. Jetzt weiß ich auch, warum der Kerl im olympischen Dorf so gut Bescheid wusste. Heimann, fordern Sie 5 Einsatzwagen. Entschuldigen Sie, aber man wird mich fragen, warum? Irgendwo in Hörweite des Olympiastadions. Da steht ein hellgelber VW mit der Nummer. Da habe ich mir da etwa aufgeschrieben. Ach was, ich komme selber mit. Ich bin's, Rott. Gib mir den Galler. Wo schlägst du denn? Ich verstehe dich kaum. Mit am Bahnhof. Hier holen wir den Galler. Das ist Rott. Er ist in München. Am Bahnhof. Sehr schlecht zu verstehen. Guten Tag, mein Junge. Wie geht's dir? Stimmt, ich habe Katja. Und was hast du? Haha, das ist ein vernünftiges Gespräch. Bring mir das Geld. Und du kriegst Katja. Und versuch jetzt nicht zu falschen. Ich weiß, du liebst sie sehr. Und du bist sentimental. Ich nicht. Gib mir so laut, Katja! Lass sie sprechen! Warum nicht? Sie sitzt hier, quick lebendig. Ein linkes Wort und du bereust es bitte. Klaus? Katja, pass auf! Merkst du was? Sag ja nichts. Wie geht's dir denn? Ganz gut. Holst du mich? Wenn du am Bahnhof bist, dann kannst du mich in einer halben Stunde abholen, oder? Hör zu, in der Garage, da stirbst du. Spiel das so gut du kannst, ja? Gib's dir, mal den Geiler. Es wird alles wieder gut. So ein Krach, was sagst du? Du willst nochmal Gala sprechen? Ich glaube, er will dich nochmal sprechen, das ist so ein Lärm. Was ist, Junge? Kommst du her? Lieber nicht, Gala. Nicht mit dir. Lass es doch, das Geschäft lieber irgendwo anders machen in der Stadt. Sagen wir, Stachus Tiefgarage, erstes Deck. Aber beeil dich, denn wenn die mich schnappen, dann hast du Pech gehabt. Du hast das Geld bei dir? Ich sag dir, wo es ist, sobald Katja bei mir ist. Ende. Meinst du wirklich, wir sollen hinfahren? Natürlich. Komm, tut er nicht. So schlau ist er. Wir müssen ihn uns holen. Und Katja? Mach sie los. Fährt mit. Rott muss glauben, ich spiele seriös. Wie lange? Bis du in seinem Rücken bist. Verstehe. Und dann? Was heißt und dann? Wenn wir ihn hier haben, wird er uns sagen, wo das Geld ist. Irgendwann. Er ist zäh, aber wir haben Zeit und hier hat er Fantasie. Komisch. Heute früh geht's noch. Dann mach mal die Tür auf. Ja. Hier steckt ein Keil drin. Scheiße, wenn man liebt, was? Scheiße, wenn man eine Nutte liebt. Ist ein Fehler, den ich nie gemacht habe. Galler, gib's auf. Ich schieße immer noch besser wie du. Probier's doch mal. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Kommen Sie einzeln mit erhobenen Händen heraus. Machen Sie auf! Die Tore sind von außen verkeilt! Dass wir uns immer wieder über den Weg laufen müssen, Küster. Und diesmal kommen Sie sogar, um mir zu helfen.
Da drin liegen lauter Leichen. Ich habe wie durch ein Wunder überlebt. Wieder mal Pech, Köster. Wann begreifen Sie endlich, dass Sie eine Nummer zu klein sind für mich? Ein für allemal. Ihr kleiner netter Rott wollte mir an den Hals. Na, er ist ihm schlecht bekommen. Ich habe fast das Gefühl, Sie haben ihn ein bisschen auf mich gehetzt, was? Macht das ein braver Polizist? Ich meine, Sie wollen mich mitnehmen zum Verhör. Ich habe natürlich nichts dagegen und ich kann glaubhaft machen, dass ich überfallen wurde und in Notwehr gehandelt habe. Oder können Sie das Gegenteil beweisen? Sie haben Katja Evers entführt, um sie zu beseitigen. Es existiert von Katja Evers ein Widerruf der Entlastungsaussage in der Mordsache Veronika Müller. Besitzen Sie diesen Widerruf? Oder befindet sich Fräulein Evers in der Lage, diese fantastische Vermutung zu bestätigen? Sie tun mir fast leid, Köster. Alles auf. Na, zufrieden, Köster? Das ist doch alles etwas merkwürdig, nicht wahr? Es ging nur um einen flüchtigen Bankräuber, der mit 400.000 Mark unterwegs ist und einer Geisel. Und jetzt haben wir drei Tote, aber das Geld fehlt. Hier, das Geld ist in einem Schließfach im Ostbahnhof.